Lecke die Tautropfen, die sich auf dem Floß sammeln. Ah, viel Spaß mit splitternder Zunge, Alter. Let's rock. Hallo, Arnold. Entspann dich. Du bist mitten auf dem Meer und niemand stört dich. In einem Umkreis von hunderten von Kilometern gibt es keine Menschenseele. Och, nicht weinen. Ich helfe dir zu überleben, du Trottel. Was, wenn du auf einem Floß mitten im Ozean treibst? Oh, das ist nicht gut. Da siehst du viel Wasser. Zuerst brauchst du sauberes Trinkwasser. Der einfachste Weg? Lecke die Tautropfen, die sich auf dem Floß sammeln. Ah, viel Spaß mit splitternder Zunge, Alter. Mach ich gerne. Das ist Vogelschiss. Lecker. Leider sind nicht genug Tautropfen hier, damit du lange überlebst. Und es wird schwierig, einen Tank zu finden, um das ganze Regenwasser zu sammeln. Aber du stirbst vermutlich schon vor dem ersten Regen. Darum gleich die dritte Methode. Zu schwierig für Arnold, der ist ja viel zu dumm, aber du, lieber Zuschauer, du kannst es schaffen. Du brauchst zwei Behälter. Wenn man zweideutig denkt, ist es eindeutig geiler, was da reinkam. Einen Beutel und ein Gewicht, um eine Entsalzungsanlage zu bauen. Schütte das salzige Meerwasser in den größeren Behälter. Hat man ja auch alles auf dem Floß dabei. Alles, auf jeden Fall. Es verdunsten und es sammelt sich in der Mitte des Beutels und tropft in den kleineren Behälter. Oh, voilà, Trinkwasser ist fertig. Arnie, Zeit zum Angeln. Iss alles, was du fängst und ungiftig aussieht. Algen, Plankton. Da würde ich alles fressen. Nicht gut. Quallen und selbst kleine Fischis, die kannst du mit einem T-Shirt fangen. Ja, schmeckt nicht überragend, aber Mensch, wer bist denn du? Ich empfehle dir, nicht zu lange auf das Meer zu schauen. Die Sonnenstrahlen werden von der Oberfläche reflektiert und brennen in den Augen. Ja, du wirst die Welt nicht mehr sehen. Deswegen habe ich immer eine Sonnenbrille dabei, egal wo ich hingehe. Aber die Welt wird dich sehen. Arnie, hast du schon mal an ein Dach über dem Floß gedacht, um dich vor UV-Strahlen zu schützen? Ein thermischer Schock auf offener See wäre dein Tod, garantiert. Aber egal, dazu... Er wird sogar sterben, wenn er dabei ums Leben kommt, wenn er nichts zu trinken hat. Also von daher, scheißegal, ob es die Sonne oder, die Durstnot-Dingens macht. Kommt es sicher nicht mehr. Ein Sturm hat sich angekündigt. Nein. Damit sich das Floß nicht überschlägt, stelle alle schweren Gegenstände in die Mitte und bete zu Poseidon. Glückwunsch, du hast den Sturm überlebt. Trotzdem bleibt das... Noch ein Stamm vom Floß übrig. Keine Chance mehr. Am Arsch. Problem, Land zu finden. Jetzt erst recht nicht mehr. Ich hab dir vergessen, was zu sagen, Arnie. Oh. Du bist am weitesten entfernten Punkt vom Land. Point Nemo. Die nächste männliche Siedlung ist 400 Kilometer entfernt, so weit wie die internationale Raumstation. Und was ist mit einer weiblichen Siedlung? Station. Oh. Viel Spaß. Daumen hoch, wenn dir das Video gefallen hat. Also, bei der null Überlebenschance, keine Überlebenschance.